Es war ein extrem schweres Finale. Also die letzten drei Runden waren extrem hart. Also lange Zeit ist es wirklich zusammengeblieben und ist immer zusammengerollt, so wie ich es auch gedacht habe. Aber dann ist es doch sehr auseinandergegangen. Und die wirklichen Attacken waren eigentlich immer auf der Abfahrt oder auf dem Flachen. Und da sind ständig Gruppen gegangen und man musste ständig aufpassen. Ja, und dann im wirklichen Finale waren, ich weiß gar nicht genau, 8, 9 Mann vorne. Linus war dabei, es war super. Ich war eine Gruppe dahinter. Dann ist alles zusammengelaufen. Ja, und dann fing halt die Springerei an. Emanuel Buchmann ist weggefahren und so 1,5 Kilometer vor Ziel war ich auch mit Christian Knees zu zweit vorne. Und dann kam halt die Konterattacke von den anderen beiden und da konnte ich halt in dem Moment nicht mitgehen. Und den Sprint hinterher habe ich dann gewonnen von unserer Gruppe. Also ja, ein bisschen schade. Wie groß ist die Enttäuschung jetzt? Ja, schon groß. Ich meine, man war relativ nah dran. Klar, ich meine, das war ein Finale, wo man dann hinterher pokern musste. Kann nicht jede Attacke mitgehen, aber Holzmedaille ist natürlich nichts.